Zu Beginn gebe ich Ihnen gern einen kurzen Überblick über unser Programm. Wir hören gleich den Vortrag von unserem Gast Thilo Stadelmann, welcher ungefähr 30 Minuten dauern wird. Die zweite halbe Stunde des Kolloquiums ist für die Diskussion reserviert. Ihre Fragen können Sie entweder bereits während des Vortrags laufend in den Chat stellen oder Sie können sich auch später mündlich an der Diskussion beteiligen. Für diejenigen unter Ihnen, welche nach der Diskussion immer noch mögen und Interesse an einem weiteren Austausch haben, bieten wir anschließend eine Breakout-Session an. Sie haben dann die Gelegenheit, in kleineren Gruppen weiter zu diskutieren und Thilo Stadelmann wird bei allen Gruppen vorbeischauen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Vortrag aufgezeichnet und anschließend online publiziert wird. Gefilmt wird nur die sprechende Person. Die Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Und ich bitte Sie darauf zu achten, dass Ihr Mikrofon während der ganzen Veranstaltung, abgesehen natürlich von Diskussionsbeiträgen, stumm geschaltet ist. Vielen Dank. Unser Thema heute ist Deep Learning, ein faszinierendes Forschungsgebiet, in welchem Maschinen so Menschliches wie Gesichts- oder Spracherkennung lernen. Deep Learning geht mit vielfältigen Fragestellungen und Anwendungsbereichen einher, bei welchen es auch spannende Berührungspunkte mit der Bibliothekswelt gibt. Unser Gast, Thilo Stadelmann, wird uns in seinem Vortrag in das Thema Deep Learning einführen und uns aktuelle Forschungsergebnisse aus seiner Arbeit im Bereich der Dokumentenanalyse vorstellen. Berührungspunkte mit der Bibliothekswelt gibt es auch in der Biografie unseres Referenten. Nach seinem Studium der Informatik an der Universität Gießen doktorierte Thilo Stadelmann zu multimedialer Filmanalyse an der Philipps-Universität Marburg und diese Arbeit kam eben auch Bibliotheken und Archiven zugute. Gegenwärtig ist Thilo Stadelmann Professor mit Fachgebiet Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der ZHAW School of Engineering in Winterthur. Er ist zudem wissenschaftlicher Leiter von ZHAW Digital und Mitgründer sowie Vorstandsmitglied der Swiss Alliance for Data Intensive Services. Jetzt übergebe ich das Wort an unseren Referenten und wünsche uns allen ein spannendes Kolloquium. Herzlichen Dank, Frau Hamann. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich glaube, das erste Mal haben wir über diesen Vortrag gesprochen und terminiert gehabt auf so ziemlich genau vor einem Jahr. Dann kam ein Virus dazwischen und wir haben ein bisschen verschoben und nun sind wir wieder hier. Und ich freue mich wirklich, über dieses Thema heute Abend reden zu können, weil es, wie Frau Hamann schon ausgeführt hat, an Dinge anknüpft, mit denen ich mich schon ganz lange beschäftige, nämlich maschinelles Lernen auf der einen Seite und die Analyse von Dokumenten und Medien, wie sie in Bibliotheken und Archiven auftauchen. Ich möchte Ihnen gerade zu Beginn mal so den Fächer aufspannen. Wozu macht man überhaupt Dokumentenanalyse und was verstehen wir Informatiker unter dem? Unter Dokumenten, ich habe hier ein paar Beispiele für Sie abgebildet und ich hoffe, Sie sehen meinen Mauscursor, aber ansonsten können Sie auch einfach von links nach rechts durch diese Beispiele durchgucken. Was könnten das sein? Scans von alten Zeitungen, aber es müssen nicht nur Dokumente sein, die normale Schrift drauf haben. Es kann sich auch um Notenschrift handeln. Akten, Karteikarten wären Dokumente. Wir haben Dokumente, die nicht in Printform sind. Das meiste, was wir hier sehen, ist Printform, unter anderem auch noch ein altes Buch, aber wir haben musikalische Dokumente, Tondokumente, Videodokumente, dafür steht stellvertretend hier der Stapel von CDs, die ja schon beinahe ausgestorben sind, zumindest in der Nicht-Archivwelt. Warum sind Dokumente wichtig? Dokumente sind wichtig, weil sie allgegenwärtig sind in der Kommunikation von uns Menschen. Wir legen sie an, um miteinander zu kommunizieren. Und jetzt sind wir in diesem Prozess drin, den die ganze Welt Digitalisierung nennt, wo es letztendlich darum geht, wie kann Technologie uns dabei helfen, unseren Alltag irgendwie
hoffentlich einfacher zu gestalten, angenehmer zu gestalten. Und ein großer Schritt darin wäre, wenn die Technologie, wenn der Computer verstehen würde, was wir uns so gegenseitig in diesen Dokumenten mitteilen, was denn der Sinn hinter dem ist, was man da sieht oder hört, dann könnten Maschinen, könnte Technologie uns nochmal auf eine ganz andere Art und Weise helfen, als es das jetzt schon tut. Was macht die Sache schwierig? Für uns kommen Dokumente in Schriftform, in Tonform, in Bildform auf eine gewisse Art und Weise strukturiert daher. Also wenn wir auf Musiknoten kommen und haben mal ein Musikinstrument gelernt, dann wissen wir, wie das zu lesen ist. Für uns ist das keine zufällige Anreihung von Pixeln. Für den Computer nennen wir das unstrukturierte Daten. Im Gegensatz zu Daten, wie man sie typischerweise in der Datenbank abspeichert oder in einem Excel-Formular hat, wo der Name der Spalte andeutet, was ist hier gemeint, und die Zeile andeutet, okay, über welches Individuum reden wir überhaupt, und dann ist in der Spalte vielleicht einfach nur ein Kreuz drin, ja oder nein, oder eine bestimmte Zahl, wie viel Geld hat er jetzt gezahlt oder sowas. Das sind strukturierte Daten. Es ist immer klar, was ist hiermit gemeint, was ist die semantische Bedeutung jedes einzelnen Datenpunkts. Bei einem Bild ist das nicht klar. Was ist die semantische Bedeutung dieses weißen Pixels hier? Ich deute irgendwo auf die Notenschrift, wo es eben weiß ist. Das ist unklar. Wäre auch für uns schwierig zu beschreiben. Und wenn der Computer versucht, Dokumente zu verstehen, dann ist das genau die Frage, die er sich versucht zu beantworten, mit Hilfe von maschinellem Lernen typischerweise. Was ist die semantische Bedeutung von dem, was da erstmal einfach als zum Beispiel ein Scan, als ein Bild daherkommt oder als eine digitale Tonaufzeichnung? Das ist genau aus diesem Grund ein fantastischer Anwendungsfall für eine ganze Reihe von Technologien aus dem Fachgebiet der künstlichen Intelligenz. Denn dort beschäftigt man sich, ich sage es mal banal, damit, wie man aus Daten Sinn generiert, wie man aus einem Bild darauf kommt, was ist darauf zu sehen, was ist dessen Bedeutung, wie ist das zu interpretieren, was sollte man damit tun. Das Thema ist in dieser Community so wichtig, dass es eine eigene Konferenz dafür gibt. Die International Conference on Document Analysis and Recognition beschäftigt sich eigentlich nur damit, Dokumentenanalyse, nicht nur den Methoden dafür, die werden teilweise auch in anderen Feldern weiterentwickelt, sondern vor allem dann auch Präsentation von Use Cases und wie kommen wir spezifisch darin weiter, Dokumente zu verstehen. Ich habe Ihnen, bevor wir dann in Beispiele einsteigen, wie das konkret geht, einfach mal Beispiele mitgebracht, die ich aus der nicht nur aus der Forschungspraxis, sondern in der echten Welt gesehen habe, in letzter Zeit. Man könnte ganz viele andere anbringen. Das zeigt einfach nur, was fällt einem auf, wenn man schnell anfängt zu suchen. Es gibt ein ganz interessantes Startup-Unternehmen in Winterthur, bei uns quasi ganz um die Ecke von der ZHAW, die Firma Turicode, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, Dokumente durchsuchbar zu machen. Das kann zum Beispiel, können Bilanzen sein oder so. Sie bieten damit Services an für Unternehmen. Es können aber auch Kataloge sein. Also man kann dort seinen gedruckten Katalog abliefern und Turicode macht den, wenn ich das richtig verstehe, maschinenlesbar. Nicht einfach, indem dann Bilder angezeigt werden, sondern indem man ihn semantisch durchsuchen und kluge Dinge damit anstellen kann. Das hat mir vor einer Weile ein Mitarbeiter von einem Versicherungsunternehmen gezeigt. Dort ging es darum, in dem Anwendungsfall, wie kann man Tabellenstrukturen in Dokumenten mithilfe von neuronalen Netzen erkennen und abbilden in, naja, zum Beispiel in Excel-Tabellen. Also wie kann man eine gescannte Tabelle in einem Textdokument überführen, in eine editierbare Tabelle, was natürlich super hilfreich ist, wenn man es mit tabellarischer Auflistung von Schäden zu tun hat oder Finanzanwendungsfall mit Bilanzen. Und was Sie hier zwischendurch sehen, also oben das gescannte Dokument, man will die Tabellenstruktur erkennen, was hier dazwischen mit den drei Buchstaben GAN abgekürzt wird, ist die schematische Darstellung einer bestimmten Art von neuronalen Netz, eines sogenannten Generative Adversarial Network. Das kann nicht nur Daten analysieren, es kann Daten generieren. Es kann also, stellen Sie sich vor, dieses gescannte Dokument hier oben als Bild hineinnehmen und die Tabellenstruktur, die reine Struktur ohne den konkreten Text drin, als Bild so wieder ausspucken. Beispielsweise. Und dort in der Versicherung wurde damit experimentiert, wie kann man das tatsächlich verwenden, um, wenn nun eine Tabelle reinkommt, wir sehen das hier unten, der Input ist ganz klar, auch wenn wir die einzelnen Zeilen nicht lesen können, ist ganz klar so eine typische tabellarische Aufstellung ohne die Gridlines. Und der Output des Systems ist dann eben die abstrakte Struktur, die man mithilfe weiterer Verfahren dann
wunderbar in Tabellenform übernehmen kann. Letztes Beispiel, das knüpft wirklich an meine Doktorandenzeit an. Das ist, was meine damaligen Kollegen heute noch weitergemacht haben. Es ist aus einem Paper von 2017, aus einer Zusammenarbeit mit dem deutschen, wie nennen die sich auf Deutsch? Deutsches Rundfunkarchiv vermutlich. Die Kollegen haben dort basierend auf unserer Forschung von damals Systeme gebaut, die Multimedia-Daten, Radioaufzeichnungen, Fernsehaufzeichnungen durchsuchbar machen, indem die Videoschnipsel nach semantischen Informationen durchsucht werden. Ist das eine Indoor-Szene, eine Outdoor-Szene, eine Liebesszene, eine Szene, wo Personen auftreten, wird da gesprochen, sind andere Geräusche zu hören? Und auch nach semantischer Ähnlichkeit gruppiert werden können. Das ist dann natürlich häufig sehr, sehr, sehr auf der visuellen Ähnlichkeit basierend. Und mit diesen Verfahren, die unter der Haube versuchen zu verstehen, was für Material habe ich hier vorliegen und wie könnte das ähnlich sein zu anderem, visuell, akustisch, von den Metadaten her, Zeitpunkt des Einstellens ins Archiv. Damit lassen sich Suchmaschinen bauen, mit denen man wirklich sehr, sehr gut so einen Bestand durchsuchen und Dinge finden kann, wo man ansonsten ja, vielleicht auch mal schnell Tage verbracht hätte, das aufzutreiben unter Hunderttausenden von Artefakten. Das sind also Beispiele für Dokumentenanalysesysteme, die tatsächlich irgendwo da draußen eingesetzt werden. Und meine Idee mit Ihnen und den nächsten paar 20 Minuten wäre folgendes. So den Prolog haben wir abgeschlossen. Mal in zwei Beispiele konkreter reinzugucken, die bei mir in der Arbeitsgruppe in den letzten Jahren entstanden sind. Teilweise sind wir noch dran am Arbeiten. Die Music Scanning-Sache ist noch nicht abgeschlossen, die geht weiter. Ein Beispiel zu Analyse von Zeitungsseiten, ein Beispiel zur Analyse von Musikalien und danach langsam ausklingen zu lassen mit einem Ausblick auf Accessible Documents, wie sagt man das auf Deutsch, für Personen mit Sehbehinderung zugreifbare Dokumente, barrierefreie Dokumente, so sagt man das auf Deutsch. Genau, das ist eine Sache, die wir in Kürze in Angriff nehmen, aber ich komm gegen Schluss noch dazu. Was ist eine Herausforderung, die am Ende Forschung brauchte, im Bereich der Beobachtung des Printmedienmarktes? Wir haben hier zusammengearbeitet mit der Firma Argus aus Zürich, die seit weit über 100 Jahren Medienbeobachtung macht. Morgens kommen da hunderte von Zeitungen rein, vermutlich tausende. Und kurz drauf, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das auch, wir bekommen an der ZHW diese Medienclippings jeden Tag irgendwie, kommt überall, wo ZHW erwähnt wurde in der Presse, in irgendeinem dieser Printmedien, kriegen wir ein kurzes Clipping, den Textausschnitt und in welchem Kontext wir da erwähnt wurden. Und für diese Sachen ist es wichtig, dass Zeitungsseiten, die ja als Seiten daherkommen, unterteilt werden können in die einzelnen Artikel. Weil aus Copyright-Gründen kann man nicht einfach ganze Seiten von Zeitungen an beliebig viele Empfänger schicken. Einzelne Artikel, da steckt dann wiederum eigene Arbeit drin, das ist wohl erlaubt. Die Frage war, kann man das automatisch machen? Wie kann man eine Zeitungsseite zerlegen in ihre Bestandteile, sodass man nachher die Bestandteile einzeln indexieren, einzeln auf sie zugreifen, die auch einzeln ausliefern oder sonst was damit machen könnte? Und wir sehen hier ganz links eine Seite, die ist sehr klar strukturiert. An den blauen Rahmen können Sie erkennen, was unsere Annotatoren für einzelne Artikel hielten. Und sowas war auch sehr gut nachher mit einem automatischen System erkennbar. Herausfordernd sind Seiten, wie wir sie hier in der Mitte sehen, die eher ein etwas freieres Layout haben, Bild und Text und verschiedene Größen und grafisch aufgemacht. Das ist auch manchmal für den Menschen eine Herausforderung zu sagen, da unten, der Jan Sommer gehörte da oben noch zu einem Steven dazu oder doch nicht. Vom Layout her allein ist das nicht so gut erkennbar. Was wirklich störend ist, sind so Seiten, wie wir sie ganz rechts sehen. Sowas muss man aussortieren. Also ansonsten wird das System nachher jede einzelne Zelle im Kreuzworträtsel oder im Sudoku als einzelnen Artikel ausspucken. Sowas muss man vorher aussortieren. Aber mit den zwei Seiten links und in der Mitte, da haben wir uns mit beschäftigt, wie kann man das automatisch auseinandernehmen. Und was Sie hier sehen, ist eine schematische Darstellung der Lösung. Und dazu muss ich vielleicht ein bisschen mehr sagen. Sie haben bestimmt schon über Beschäftigung mit dem Thema, einfach wie es auch in der Presse abgehandelt wird, davon gehört, dass maschinelles Lernen bedeutet, okay, wenn wir eine große Anzahl von Daten haben
und ein gewünschtes Ergebnis, was man aus diesen Daten herauslesen will, als Pärchen. Input und was lesen wir daraus? Eingabe und was bedeutet das für uns? Wenn wir ganz viele dieser Paare haben, einen Datensatz zum Trainieren, dann kann ich ein Machine Learning Verfahren, was auch immer das ist, einsetzen, was aus diesen vielen Verbindungen in meinen Daten lernt, diese Verbindung in Zukunft für Daten herzustellen, wo ich nur die Eingabe habe. Und das System sagt eine hoffentlich dann korrekte Ausgabe, ein hoffentlich korrektes Ergebnis voraus, along the lines, wie es das aus vielen Beispielen, die es im Training gesehen hat, gelernt hat. Es gibt unglaublich viele Verfahren, mit denen man das machen kann. Die braucht es auch so ziemlich alle, weil diese Verfahren alle sie haben gemeinsam Lernen aus Daten. Man gibt diese Paare von Input und Output rein und es lernt den Zusammenhang, um auf neue Daten angewendet zu werden. Aber das Prinzip, nach was für einer Art Zusammenhang gucken diese Verfahren, ist immer anders in den verschiedenen Machine Learning-Ansätzen. Die einen funktionieren sehr gut auf solchen Datenbank-Excel-artigen Verfahren und neuronale Netze sind nun ein spezifisches Verfahren, was man auch immer wieder hört in der Presse, was sehr, sehr gut funktioniert auf eben diesen unstrukturierten Daten. Bildern, Videos, Ton sind wahrscheinlich die relevantesten in unserem Kontext von Dokumentenanalyse. Dabei darf man sich ein neuronales Netz nicht so vorstellen wie ein Brain in the Jar, irgendwie ein Gehirn im Computer. Das wäre sicherlich weit, weit überinterpretiert. Aber man hat sich ursprünglich mal ganz, ganz grob von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen inspirieren lassen, nämlich genau der, dass ein biologisches Gehirn ja aus ganz vielen einzelnen Zellen besteht, die in sich nicht furchtbar viel Kluges machen, aber aus der Verknüpfung von ganz, ganz vielen dieser Zellen entsteht ein System, was im Prinzip beliebige Dinge lernen kann. Und genau dieses abstrakte Prinzip sehen wir verwirklicht in den künstlichen neuronalen Netzen, die wir beim Deep Learning verwenden. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen auf die Grafik eingehen. Was sehen wir? Links solchen Input, ein kleines Bild von einem Zeitungsartikel, und noch eine abgewandelte Form, die quasi überall einen schwarzen Balken hat, wo Text erkannt wurde. Das ist der Input in unser System gewesen. Output sollte sein, ich sag mal so eine Schnittmaske, ein Schnittbogen, wie man es in der Schneiderei vielleicht hat. Also immer da, wo ein ganzer Artikel zusammenhängt ist, soll eine schwarze Box sein. Und da, wo man schneiden müsste, um zwei Artikel voneinander zu trennen, da sollen zwei Sachen eben nicht verbunden sein. Ich will also von dem Artikel als Eingabe schließen auf, wo muss ich schneiden. Wie mache ich das? Mit einem neuronalen Netz, was die Bildpunkte einzeln hier in der ersten Schicht, wir haben hier von links nach rechts durchgehend die Schichten des neuronalen Netzes. Am Anfang kriegt es wirklich die Pixel rein. Es verknüpft dann die Pixel und filtert, es lernt zu filtern, auf was muss ich gucken. Am Anfang auf wo sind vielleicht Kanten, wie setzen sich die Kanten zu Objekten zusammen, Formen zu Objekten, Objekte zu Texturen, am Ende irgendwann zu Szenen. Und am Ende kann ich darauf schließen, okay, wie kann ich all das zusammensetzen, um eine Cut-Mask zu bauen? Und das Spannende ist, nichts davon muss ich vorgeben. Ich gebe diese Struktur vor, hey, reingehen geht irgendwas, was hier so eine große quadratische Input ist, die ganze Seite. Dann, liebes System, musst du das irgendwie runterbrechen auf eine komprimierte, wir nennen das eine Repräsentation, eine interne Darstellung von dem, was wichtig ist, was auch immer das ist, das muss das System selber lernen. Und von dem aus, liebes System, blase das bitte wieder auf, bis der Output die gleichen Dimensionen hat wie der Input. Ich will ein Bild reingeben von der Zeitungsseite und ich will rauskriegen ein Bild, was mir sagt, wo muss ich langschneiden. Eine Maske, die ich quasi drüberlegen könnte. Wir nennen das ein Fully Convolutional Neural Network. Die Architektur ist 2017 das erste Mal groß an die Öffentlichkeit getreten. Wir haben das mit der Firma Argus im Jahr 2018 zusammen umgesetzt und damit ein System gebaut, was, so viel ich weiß, dort heute noch im Einsatz ist, inklusive der Hälfte unseres Teams, was damals daran mitgearbeitet hat. Interessant ist eigentlich bei so einem Projekt, wenn wir jetzt mal von der eigentlichen Lösung weggucken, in welchem Kontext läuft sowas ab? Wie wird sowas eingesetzt? Was Sie hier sehen, ist wiederum eine schematische Darstellung. Offenbar stehen wir Informatiker darauf, wie der ganze Ablauf aussieht, systemtechnisch. Und Sie sehen hier oben dieses FCNN-Based Article Segmentation. Das ist der Bereich, wo dieses System von der Folie vorher tatsächlich
abläuft, sein Bild reinkriegt und sein Ergebnis wieder ausspuckt. Alles hier außenrum, irgendwelche Datenbanken, irgendwelche sonstigen Systeme, Server und wie die miteinander reden, das ist das, was die Entwickler bei Argus bauen mussten, damit das Ganze in dem Produktionsprozess von morgens um 4 kommen die Zeitungen, kommen auf den großen Scanner, werden alle gescannt und um, weiß nicht, 6 oder um 8 oder wann auch immer müssen dann die Pressemappen rausgeschickt worden sein, damit das automatisch ablaufen kann. Und wenn man sich über Gedanken über Deep Learning für Dokumentenanalyse macht, dann reicht es am Ende nicht, nur das System zu bauen, zu gucken, oh ja, das funktioniert gut, es kann mein Dokument so analysieren, wie ich das gerne hätte und jetzt bin ich happy, sondern man muss sich Gedanken um den Prozess außenrum machen. Wir sprechen da von MLOps, Machine Learning to Operations und wieder zurück. Und dafür braucht es spezielle Leute. Das sind andere Leute als die, die das neuronale Netz designen können und wissen, wie diese Black Magic funktioniert. Das sind Ingenieure, die viel Ahnung von Software und von Systemtechnik und von Machine Learning haben und wissen, wie betreibe ich das? Wie sorge ich auch dafür, dass wenn ich das System einmal gebaut habe, es nicht nach 3 Monaten nicht mehr funktioniert, weil die Zeitungen ihr Layout angepasst haben oder eine andere Papierqualität verwenden und deswegen die Scans leicht anders aussehen und das System das einfach nicht mehr miteinander verknüpfen kann, weil es davon nichts weiß, weil es im Training sowas nie gesehen hat. Gut. So viel zu Print Media Monitoring. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen was erzählen zu dem Scannen von Musik. Und ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr beeilen, damit wir über alles ein bisschen was sehen. Aber was ist der Anwendungsfall für das Scannen von Musik? Nun, die banale Antwort ist, wir wollen halt Musikalien genauso maschinenlesbar machen können, wie wir Textdokumente gerne als Word- oder PDF-Dokument haben, sodass wir sie im Volltext durchsuchen können. Das kann dazu führen, dass wenn wir Musikern die Möglichkeit geben, ihre Musikalien nicht mehr in großen, schweren Packen Papier mit sich rumzuschleppen, sondern zum Beispiel auf so einem iPad-artigen Gerät zu haben, dass sie nicht nur weniger schleppen müssen, was nicht vom Wind beim Open-Air-Konzert runtergeweht wird, sondern wir können auch Komfortfunktionen einbauen, wie, ja, es ist morgens früh, die Stimme ist noch ein bisschen tiefer, wir pitchen das alles einfach mal einen Ton tiefer. Oder der Dirigent des großen Orchesters sagt, wir machen den Takt 7518 weiter und dann blättert es halt überall gleich an die richtige Seite, was für die Triangel vielleicht weniger Seiten sind als für die erste Geige. Dafür ist es notwendig, dass man Musikalien computerlesbar macht und nicht einfach digitalisiert in dem Sinne, dass man sie einscannt und als Bild ablegt. Und das heißt, man muss diesen Schritt gehen, die semantische Bedeutung rauszulesen. Man muss von Bild zu sowas wie Music XML gehen. Das hat sich zu einem guten Teil als Standard durchgesetzt, wenn man nicht gerade Musikwissenschaftler ist. Dann gibt es noch einen konkurrierenden Standard, der mehr Annotationsmöglichkeiten hat. Genau mit dem kam die Firma Scorepad auf uns zu und wir haben ein System gebaut, was das kann. Und bevor ich Ihnen erzähle, wie das System funktioniert, ganz, ganz in groben Zügen, will ich Ihnen die Chance geben, zu verstehen, warum das eine große Sache ist. Weil Objekterkennung und um nichts anderes geht es technisch gesprochen. Wir wollen diese Notenobjekte erkennen, die Notenköpfe, die Notenhälse, diese Bögen und so weiter. Objekterkennung ist was, davon hört man gerade ständig, wenn man von Durchbrüchen im Deep Learning, im Machine Learning, in der KI hört. Und zwar typischerweise solche Objekte, wie wir es hier auf diesen kleineren Fotos sehen. Oder da die Person, die da spazieren geht, ist blau markiert. Die Skifahrerin ist irgendwie rosa markiert. Der Surfer ist grün markiert. Hier unten sieht man irgendwie solche Segmentierungsmasken für, ich weiß gar nicht, was das Grüne ist, aber oben ist, glaube ich, ein Motorradfahrer. Sowas funktioniert seit Jahren, dafür sind Systeme gebaut worden. Warum braucht es also Forschung? Und ein paar Beispiele. Das eine ist, das Größenverhältnis der Bilder hier stimmt. Also das, was in der Praxis super funktioniert, was Preise gewinnt und Best Paper Awards auf den Top-Konferenzen, das funktioniert auf Bildern, die diese Daumennagelgröße haben im Vergleich zu unseren Musikalien, die hier auch leicht verkleinert dargestellt sind. Und gleichzeitig haben die Bilder, auf denen man typischerweise Objekterkennung macht, naja, so ein, zwei große Objekte drauf, die einen Großteil des Bildes einnehmen, während wir es mit Riesenbildern zu tun haben, auf denen teilweise Tausende von teilweise winzig kleinen Objekten zu sehen sind. Zugegebenermaßen, ein Punkt ist leichter zu erkennen als eine Person, aber es bringt seine ganz eigenen Challenges mit, zum Beispiel hier. Die Bedeutung der Symbole hat was mit dem Kontext zu tun. Ein Mensch ist immer ein Mensch. Aber dieses Kreuz ist eben was anderes, wenn es in der Key-Signature von den Musikalien auftaucht, als wenn es direkt von der Note auftaucht. Und der Punkt ist was anderes, wenn er hinter einer Note auftaucht, als wenn er über der Note auftaucht. In meinem Fall ist es ein Staccato-Punkt, hier. Und hinter der Note macht er die Noten, Sie wissen das, er macht die Notenlänge länger. Wir haben alle mal Flöte spielen gelernt, mindestens oder so.
Was macht man jetzt damit? Nun, man baut natürlich ein Deep Learning System, sonst wäre das nicht in diesem Vortrag. Interessant ist, wie gut es funktioniert. Was wir hier sehen, ist ein Auszug aus Daten, die sehen sehr ähnlich aus wie das hier auf der linken Seite, auf dem wir trainiert haben. Und all die grauen Boxen, die verdecken, was eigentlich dahinter ist, zeigen, wo das System gut funktioniert hat. Und so ein erster Blick zeigt, es funktioniert ziemlich gut. Interessanterweise, oder interessant ist der Screenshot unten. Der Screenshot unten sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, aber das sind handgeschriebene Noten. Das ist handgeschriebene Musiknotation. Komponist per Hand. Das hat auch funktioniert, obwohl wir nie auf handgeschriebene Noten trainiert haben. Jetzt ist das nicht Mozart, es ist nicht 200 Jahre alt oder viele hundert Jahre alt und es ist nicht total hingehuddelt, sondern sehr sorgfältig geschrieben und so. Aber es hat funktioniert und das zeigt uns doch, die Methodik generalisiert eigentlich auch ganz gut. Und man kann das wirklich einsetzen, auch über den ursprünglich mal gedachten Fall hinaus, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen Adaptionsarbeit braucht. Jetzt glaube ich, muss ich schon langsam Richtung Ende kommen, aber ich will Ihnen doch noch kurz zeigen, wie macht man nun sowas, weil klar ist, die Methoden, die fantastisch funktionieren, um den Surfer auf der Welle zu erkennen und den Spaziergänger mit seinem Hund, die funktionieren nicht gut mit Noten. Warum? Weil die zwei großen Klassen von Objekterkennungssystemen, die es in den letzten Jahren so gab, die sehr, sehr erfolgreich waren, eins nennt sich YOLO, You Look Only Once, unsere Kinder verstehen das vermutlich. Und RCNN, Region Convolutional Neural Network, das sind Verfahren, die machen Region Proposals. Die machen also ganz, 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 ganz viele Vorschläge, wo könnten überall Objekte sein. Und dann wird das in einem zweiten Schritt runtergebrochen auf wenige Vorschläge mit hoher Wahrscheinlichkeit und die werden als Ergebnis ausgespuckt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man davon ausgeht, das ist Grid-basiert und das funktioniert natürlich nur, wenn man davon ausgeht, dass die Objekte, die man sucht, nicht in großer Zahl auftreten und typischerweise im Verhältnis zum Bild sehr, sehr groß sind. Also Sie sehen hier für diesen Hund und Fahrrad und Auto so Objekte, wenn man die erkennen will, wie groß das Grid ist, in dem gesucht wird und wie viele Vorschläge dabei rauskommen, um am Ende genau die drei Sachen zu erkennen. Jetzt stellen Sie sich vor, wir wollen das mit den Staccato-Punkten in irgendwie der Black Page von Frank Zappa machen. No chance, oder? Das Ding wird Milliarden von Vorschlägen generieren und sich totrechnen. Wir brauchten also eine andere Art von Ansatz, eine vollständig andere Art von Ansatz, um auf großen Bildern viele kleine Objekte zu finden. Und interessanterweise war das vor 3, 4 Jahren noch neu, da gab es noch nichts zu und wir hatten das große Glück, an einem Problem zu arbeiten, was sich mit unserer Methodik dann tatsächlich sehr gut lösen ließ. Wie funktioniert die Methodik? Sie kriegt die ganze Seite als Input, damit wir den Kontext haben, um sowas wie Staccato-Punkt von dem Notenverlängerungshaltepunkt zu unterscheiden. Wir nehmen Off-the-Shelf-Komponenten aus dem Bereich Deep Learning, also das ResNet 101, RefineNet, das sind bestimmte Arten von neuronalen Netzen, die uns hier nicht weiter kümmern müssen. Die hängen wir in typischer Manier hintereinander. Und was wir dann machen, ist sowas Ähnliches, wie was wir vorhin bei den Newsartikeln gesehen haben. Wir haben ein Fully Convolutional Neural Network, was am Ende genauso viel Information ausgibt, wie es als Input reinbekommen hat. Es kommt ein ganzes Bild rein und es bringt dreimal ein ganzes Bild raus. Warum dreimal? Das müssen wir uns, glaube ich, auf der nächsten Slide angucken. Wir wollen drei verschiedene Arten von Dingen vorhersagen, die nur in Kombination uns helfen, wirklich jedes musikalische Objekt zu erkennen. Wir sehen hier oben einen Auszug aus der Musiknotation und unten, was unsere drei Outputs dafür wären. Das erste ist, wir haben das eine Energie genannt, aber das ist ein bisschen ein missführender Begriff. Eigentlich ist das eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass an der Stelle das Zentrum eines Objektes ist. Und wenn wir uns das hier angucken, das korrespondiert ganz gut hier, dieser Kreis korrespondiert ganz gut mit der Fahne, glaube ich. Und dieser Punkt korrespondiert ganz gut mit dem Notenkopf und der Punkt da unten, das ist das Zentrum von dem P. Und wir wollen hier eine sehr pointierte Verteilung hinkriegen. Also wir wollen keine breite, verschmierte Kurve, irgendwo da ist was, sondern genau im Zentrum des Objekts, da wollen wir quasi die ganze Energie dieses Objekts konzentriert detektieren. Und das funktioniert in dem Beispiel hier eigentlich ganz gut. Überall, wo wir hier so einen rot und nach außen grün werden, dann stellen sich das wie von einem Kegel, der von oben gesehen wird, vor, wo wir so einen vorfinden, da ist in der Notenschrift auch ein Objekt. Außerdem, jetzt wissen wir ja nur, wo sind einzelne Objekte. Wir wissen aber noch nicht, was für ein Objekt. Ist das eine ganze Note, eine halbe Note? Ist es ein Notenhals? Ist es so ein Piano-Symbol oder ein Mezzo-Piano oder sonst was? Deswegen sagen wir zweitens für jeden einzelnen Bildpunkt voraus, welche Klasse verbirgt sich dahinter. Also welche Art, Typ von Objekt, von den knapp 140 Objekten, die wir unterscheiden können. Wir haben
mit Hilfe von Musikern überlegt, wie viele Symbole muss man unterscheiden können. 130 ist eine ziemlich große Obermenge von allem, was zumindest in aktueller und Musik der letzten 200 Jahre brauchbar ist. Und wenn wir das einschränken auf Klassenvorhersage nur auf die Zentren der Objekte, die wir erkannt haben, dann kommt da eigentlich was ganz Sinnvolles raus. Also wir sehen zumindest hier die Notenpunkte, die werden auch alle als dunkelblau, was auch immer dunkelblau bedeutet, aber sie werden alle gleich dargestellt. Sehr gut. Und die letzte Sache, die wir noch vorhersagen müssen, ist, wie groß ist das Objekt? Das ist nachher wichtig, um es in Music XML zu übertragen. Also Notenpunkt ist natürlich kleiner als zum Beispiel ein Violinschlüssel. Wir haben also drei Outputs und was wir dann damit machen, ist, wir verwenden den sogenannten Watershed-Algorithmus. Wir füllen quasi, also stellen Sie sich wieder hier unsere Energiepeaks wie so Kegel vor, die aus dem Ozean des Nullniveaus Energie herausragen. Und jetzt füllen wir das Ding langsam mit Wasser auf, bis nur noch die einzelnen Peaks als Inseln rausgucken. Und das sind dann unsere segmentierten Objekte, die wir verwenden und die sind eben voneinander getrennt. Und aus dem Grund haben wir das Ding damals den Deep Watershed Detector genannt. Deep, weil Deep Learning, Watershed wegen diesem Verfahren zum Trennen der einzelnen Objekte voneinander und Detector, weil er Symbole detektiert. Das hat super gut funktioniert. Wir haben das in letzter Zeit noch ein bisschen erweitert. Wir können jetzt, wir sehen das hier unten, wir können ein paar Klassen mehr erkennen. So ganz große Bögen waren ursprünglich in unserer ersten Publikation nicht drin. Mittlerweile sind sie in das System von unserem Businesspartner Scorepad mit eingebaut und auch in dem vollständig veröffentlichten Datensatz, den wir zum Training gebaut haben. Und mittlerweile können wir auch Objekte, die nicht gerade, also die schräg im Raum hängen, schräg erkennen. Also die Bounding Box, die wir da rumzeichnen, die kann besser an das Objekt angepasst sein. Das ist der Erkennungsgenauigkeit sehr, 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 sehr zuträglich. Nächster Schritt wäre, aber das steht noch auf dem Projektplan, nicht nur auf richtig schönen, guten, gerenderten Musikalien arbeiten zu können, sondern auch auf, ich sag mal, auf Scans, Handyfotos, Zeug, was schon mal in der Tasche des Musikers war, wo die Kaffeetasse oder das Bier drauf stand, was beim Open Air in die Pfütze geweht worden ist. Noten halt und nicht perfekte Dinge. Das ist für das neuronale Netz ein bisschen eine komplizierte Sache. Wenn es auf der einen Art von Daten trainiert wurde, zum Beispiel eben perfekt layouteten Daten und dann auf verdreckten Daten arbeiten soll, verdreckt im übertragenen Sinn, dann das geht nicht automatisch. Da muss man sich einiges Gutes überlegen, weil das System hat nicht, was wir haben, Common Sense, gesunden Menschenverstand. Es weiß nur, was es gesehen und was es gelernt hat. Und wenn es nie Daten mit Flecken gesehen hat während dem Training, dann kann es damit nichts anfangen. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt, wie man das machen kann und in einem Jahr kann ich Ihnen wahrscheinlich mehr dazu erzählen. Wir sind guter Dinge. Aber es muss ja noch ein bisschen weiter geforscht werden können. Was haben wir hier gelernt? Daten sind total wichtig. Wenn man Machine Learning betreibt, muss man sich einfach bewusst sein, man lernt eben aus den Daten und was nicht in den Daten drin ist und nicht sichtbar ist, hörbar, nicht herausfindbar, auch für uns, das kann das System nicht aufgreifen. Muster, die es nie gesehen hat, wird es nie erkennen. Deswegen muss man sich viel Zeit lassen, wirklich die richtigen Daten zu erheben, in der richtigen Qualität zu erheben oder sich Gedanken machen, okay, wenn wir nicht viele Daten oder Daten nicht in guter Qualität haben können, dann müssen wir mehr Zeit einplanen, das zu modellieren, Verfahren des Machine Learnings anzuwenden, um die Datenqualität zu verbessern oder mehr Daten zu synthetisieren. Und ja, vielleicht ist auch das noch ein Punkt für neue Anwendungsfälle, also die man vorher jetzt so genau noch nicht gemacht hat und einfach nachbauen kann, braucht es ein bisschen was an Erfahrung und auch ein bisschen was an Zeit. Das eine ist, die gute Idee zu haben, wie kann man viele kleine Symbole auf großen Bildern erkennen. Das andere ist, wie viel Zeit fließt in das Tuning, bis es dann tatsächlich auch funktioniert. Und das waren in dem Fall einige Monate Menschenarbeit und vermutlich einige Jahre Computerarbeit, die da im Hintergrund gerechnet worden sind. Habe ich noch Zeit für einen ganz kurzen Ausblick? Ich beeile mich damit, weil es gibt noch nicht viel zu sagen, außer der Idee. Das ist ein Projekt. Wir waren extrem happy Anfang des Jahres, mein Kollege Alireza Darwishi und ich, die Zusage von dem Bridge-Programm vom SNF und InnoSwiss bekommen zu haben, als eins von, ich glaube, nur zwei Handvoll Projekte plus minus. Wir werden die nächsten 4 Jahre damit beschäftigen, wissenschaftliche Dokumente, also Papers, barrierefrei zu machen. Man sollte meinen, das sei mittlerweile kein Problem mehr, weil erstens gibt es Gesetze in den meisten Ländern, dass solche Dinge, die mit öffentlichen Geldern erzeugt wurden, barrierefrei sein müssen. Und ja, auch Regelungen zum Beispiel vom SMF, dass das so sein muss.
Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot von einem Paper, was mathematische Notation beinhaltet und was PAVE, ein Tool an der ZHAW, entwickelt, was relativ führend ist im Bereich Annotation von PDFs, sodass sie eben zum Beispiel von einem Screenreader darstellbar sind, was das daraus macht. Und man sieht, wenn hier sowas wie die Formel einfach seriell dargestellt wird, und das ist, was aus dem PDF rauskommt, wenn man diese Tags ausliest, das drückt den Sinn dieser Formel nicht mehr wirklich aus. Also hier diese Indizes, I gleich 0 und so, die fehlen einfach völlig in der Annotation des PDFs. Und damit kann jemand, der wirklich ein Sehproblem hat, diesen mathematischen Aufsatz nicht mehr lesen. Es braucht also mehr als einfach nur zu erkennen, an dieser Koordinate ist das Symbol, sondern man muss sich irgendwie vertieft Gedanken machen, wie kann man diese Informationen, die wirklich sehr visuell grafisch daherkommt, wie kann man die ja zugänglich machen für jemanden, dessen Kopf eigentlich gut funktioniert, aber visuell eingeschränkt ist. Das beinhaltet einen ganzen Haufen Challenges. Ich habe Ihnen hier mal Boxen hingemalt für so ziemlich jedes Problem, was man lösen muss, um einfach nur ein wissenschaftliches PDF am Ende barrierefrei zu haben. Wir müssen die Struktur des Dokuments erkennen, von wie ist der Textfluss, hat es mehrere Spalten. Wir müssen einzelne Objekte erkennen, wo sind Tabellen, wo sind Grafiken, wo sind Plots, wo sind Formeln. Dann brauchen wir für Grafiken vielleicht die Möglichkeit, automatisch eine textuelle Beschreibung finden zu können. Für Bilder können wir textuelle Beschreibungen generieren, wenn die Captions nicht ausreichen. Für Formeln eben, wie kann man die in einem Screenreader eingeben, sodass das irgendwie Sinn macht, sie vorzulesen. Wir werden uns in unserem Projekt auf zwei Bereiche fokussieren, nämlich die, wo es noch nicht furchtbar viel Sinnvolles gibt, aus Sicht eines sehr eingeschränkten, mein Kollege ist tatsächlich beinahe blind und kennt das aus erster Hand. Wir werden uns auf die Strukturanalyse und die Erkennung von diesen mathematischen Formeln und die in eine schöne Reihenfolge bringen, konzentrieren. Und das ist jetzt die Pointe. Genau dafür kann man Methoden einsetzen, natürlich nicht die gleichen, aber along the lines, auf was wir in den letzten zwei Projekten gesehen haben, die ich Ihnen gezeigt habe. Also die Struktur, die uns geholfen hat, Zeitungsseiten zu zerschneiden in ihre Artikel. Auf die können wir aufbauen, wenn wir Struktur in wissenschaftlichen Aufsätzen erkennen wollen. Die Methodik, die uns geholfen hat, die kleinen musikalischen Details zu erkennen und in eine computerlesbare Form zu übersetzen, die wird uns helfen, mathematische Formeln zu übersetzen. Also die beiden Zutaten und 3,5 Jahre Zeit sollten uns dem Schritt der Sache näher bringen. Nicht, dass das vollautomatisch geht, aber dass es semiautomatisch geht mit ein paar Klicks und vielleicht 2 Stunden Aufwand des Autors des Papers. Aktuell braucht er vielleicht 20 Stunden Aufwand und die wenigsten von uns stecken das da rein. Damit bin ich am Ende angelangt von dem, was ich erzählen wollte. Ich glaube, Archive, Bibliotheken, Dokumentenanalyse sind ganz fantastische Use Cases für Deep Learning. Warum? Weil das Ganze fruchtbar ist. Bis jetzt, ich habe einige Projekte in dem Bereich gemacht. Es funktioniert am Ende meistens und es stiftet wirklich Mehrwert. Das ist immer schön zu sehen und das ist nicht in allen Bereichen so. Das Spannende ist, dass man hier wirklich aktuellste, neueste Forschung am Tag, wo sie aus der Druckerpresse kommt oder auf Archive hochgeladen wird, neben einsetzen kann und damit wirkliche Use Cases lösen. Und das macht wirklich Spaß. Es gibt wenige Felder, die ich kenne, wo wirklich Grundlagenentwicklung und deren Anwendung so stark Hand in Hand gehen und auch so eng miteinander verknüpft sind wie im Bereich der künstlichen Intelligenz im Moment. Und das macht einfach sehr viel Spaß, da dabei zu sein. Ich glaube, die anderen Schlussfolgerungen habe ich irgendwo zwischendurch schon mal erwähnt. Deswegen würde ich den Vortrag an der Stelle beschließen und mich herzlich bedanken für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank für dieses Referat, das war sehr anschaulich. Starten wir in die Diskussion.